Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, der noch etwas zu erledigen hat, hier zurück zu einer neuen Folge Murdered aus der Kirche, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und die haben ja doch direkt noch was wir enthüllen können. Eine Säge. Mhm. Die Todesfee im Glockenturm, okay. Das hört sich hier doch ganz nach Viechern an. Welche Taste war das nochmal? Hier können wir uns auf jeden Fall verstecken. Können wir da durch? Nö. Dann suchen... Oh, da unten ist was. Wow. Ich muss herausfinden, wo die Zeugin ist. Wen haben wir denn da? Das kann nicht gut riechen. Es riecht sehr gut. Was? Es riecht nach ihr. Also, hast du beschlossen, dich einfach an ihrem Schrank zu bedienen? Nein, nein, nein. Die in ihrem Schrank waren zu neu. Sie hätte es auch gemerkt, wenn jemand da dran gewesen wäre. Hab gewartet, bis sie sie weggeworfen hat. Ich war immer gut im Warten. Manchmal hat sie sich umgesehen, als ob sie spürte, wie ich sie beobachte. Und wenn sie dich erwischt hätte? Was dann? Deine ganze Welt wäre zusammengebrochen. Wieso? Ist sie vorher auch nie. Ich würde so mit ihr verfahren wie mit den anderen. Und dann ziehe ich weiter zur nächsten. Von hier weiterziehen könnte schwieriger sein, als du glaubst. Aha. Ist ihr Stalker gestorben und stalkt sie jetzt hey, auch noch im Tod? Ich hab dein eigenes Mädchen. Die gehört mir. Ah ja, die wollen wir auch gar nicht haben. Aber wir können ihre Gedanken lesen. Hier ist es wenigstens hell und etwas belebt. Was haben wir hier? Warum ist das hier eigentlich so... so anders? Oh, hier ist was. Ah. Wo ist sie? Gab es nicht einen Hinweis zur Kirche in der Wohnung? Die Bilder haben doch irgendwie einen Tipp gegeben, oder? Ich glaube schon. Was? Aha. Vielleicht das hier? Pater, gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile. Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Hier gibt es einen alten Dachboden. Dort kannst du bleiben. Solange du möchtest. Sie wohnt auf dem Dachboden? Den sollte ich mir ansehen. Ach komm, das war aber ganz klar richtig, was ich gesehen hatte. Das war auf den Bildern. Noch eine Säge. Ui. Wenn es da oben jemanden gibt, bitte schütze uns. Cool, wir können Gebete hören. Erlöse uns von dem Schatten des Bösen. Ihr Gebet spricht aus, was ich denke. Es wird gefährlich da draußen mit all diesen Morden. Zumindest sind wir hier sicher. Ich bin sicher, er pickt sich nur isolierte Opfer raus. Er würde nicht hereinkommen, oder? Ja, aber ordentlich Schiss vor dem Mörder. Aber verständlich. Was haben wir hier? Oh, einen weiteren Hinweis zu uns. Ein Versprechen, das ich nie bereut habe. Oh, er trifft aber auch viele Passagen aus seinem Leben hier. Was ist da vorne? Wow. Was? Oh, toll. Habe ich jetzt die ganzen Sachen nicht mehr? Doch, gut. Was ist denn das hier? Ein Geisterrabe? Hm, okay. Ich glaube aber, da war noch was.
sitzt doch jemand. Kann ich mit der vielleicht interagieren? Hey, 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 ist okay. Geh einfach nicht zu nah ran. Ich konnte nicht mehr zusehen. Ich musste es aufhalten. Diese Hände, sie haben meine Seele zerrissen. Mein Geist, es sind deine Augen. Sie kommen durch deine Augen hinein. Okay, okay, okay. Beruhige dich. Du redest wirres Zeug. Was? Sie kommen dich holen. Ja, so ein kleines bisschen kaputt ist die, aber okay, naja. Was erwartet man? Sie ist tot. Oh. Mal schauen, was wir hier noch so finden. Oh. Diese ganzen Segen. Hier ist doch auch... Überall diese blubbernden Hände. Die sollten wir irgendwie umgehen. Können wir hier durch? Nö. Vielleicht können wir irgendwie in den Pfarrer dort reinkommen. Das ist natürlich blöd. Vielleicht, wenn wir nach da oben kommen. Hä? Zumindest sind wir hier sicher. Ich denke nicht, dass ich da missen kann in der Nähe einer Kirche. Oh, hier sind aber jede Menge verlorene Seelen. Oh. Und noch diese bösen Hände. Was können wir denn hier sehen? Sieht fast aus, als wäre hier ein Hinweis, aber nee, anscheinend doch nicht. Ah, okay. Yay, wir sind ein Meistersammler. Ah, cool. So kommen wir hier durch. Aber da drüben... Ich weiß gar nicht, ob wir da nicht... Ob wir, ah, jetzt. Perfekt. Hier haben wir noch einen Hinweis. Aber hier kommen wir auch nicht durch. Das heißt, wir müssen tatsächlich irgendwie hier hinten lang. Warte mal. Hier ging es, glaube ich, nicht weiter. Aber hier haben wir noch einen Hinweis. Diese Segen. Können wir vielleicht hier durch? Nee. Können wir nicht irgendwie von dem Fahrerbesitzer greifen? Ach. Echt. Shit. Okay, wir müssen also irgendwie... Ihr Gebet spricht aus, was ich denke. ...da weiterkommen. Wir kommen nicht hier durch die Wände. Schwierig, schwierig. Also hier kommen wir auch nicht durch, durch die Wand. Dann werden wir hier auch nicht weiterkommen. Gut. Wie kommen wir nach oben? Ach, uns fehlt hier immer noch der letzte Hinweis, okay. Das hatten wir schon. Wo ist sie? Gab es nicht einen Hinweis zur Kirche in der Wohnung? Ja, das hatten wir doch schon. Oder brauchen wir jetzt noch einen? Nee, genau. Könnte ich irgendwie überspringen? Pater. Ja. Gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Ah, überspringen, perfekt. Und auf dem Dachboden?
Ach. Sollte ich mir ansehen. Mhm. Jetzt kann ich weiter. Anscheinend, weil ich eben gestorben bin. Oder, naja, nicht gestorben, aber... Ah, jetzt kommt der gute Mann auch hier nach vorne. Ja, komm her. Ha, ich wusste es. Wenn sie sich beruhigt hat, frage ich sie, warum sie hier bleiben muss. Das, was ich quasi die ganze Zeit mir schon fast gedacht habe. War doch der richtige Weg. Der Dachboden muss dort oben sein. Ja, es hat ein echter Ermittler. Vielleicht können wir ja von der Katze Besitz ergreifen. Aber erstmal uns hier umschauen. Finde die Katze. Oh, diese ganzen scary Seelen hier. Ich glaube, ich würde mich als Geist permanent selber erschrecken an den ganzen Geistern, die hier rumlaufen. Verstecken, verstecken, verstecken. Oh. Ach. Yay. Cool, wir können Poltergeisten. Hier ist nichts. Ah, aber da haben wir wieder was. Eine Säge. Da kommen wir nicht hoch. War hier rein? Wow, wow, wow. Verschwinde! Dieser blöde Dämon. Oh oh. Boah, verpiss dich! Ah, echt. Oh, shit. Falsche Taste. Oh, oh. Nein, 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 nein. Puh. Drecksvieh, ey. Oh, oh. Oh, jetzt dreht er aber ab hier. Jetzt aber. Was? Warum? Was? Ich hatte ihn noch. Gut, dass er uns nicht beim Bewegen sieht. So, echt. Die sind manchmal verdammt scheiße zu bekämpfen. Man muss halt ganz auf die Schnelle irgendeine Taste drücken. Dass auch noch immer was anderes ist. Oh, ich bin ein Idiot. Das war erhalten.
Hier vorne muss ich eher immer drücken und dann muss ich eher halten. Das vergesse ich jedes Mal. So, jetzt aber. Ha. Mistvieh. Ich möchte ja. Kann's kaum erwarten, dass es vorbei ist. Leid, auf dem Antragsformular stand nur puritanisches Thema, nichts genaueres. Sehen Sie sich das an, sehen Sie doch, das nennen Sie puritanisch. Da ist Plastik drin, glauben Sie, es gab Plastik, als die Puritaner damals an Land gingen? Ich hätte nicht gedacht. Kein Respekt vor der Geschichte. Sehr gut. Gar nicht nachgedacht. Puritanisch bedeutet... Ohne neue Säge. Ist die Lüftung in Ordnung? Es ist nicht meine Schuld, dass mein Sohn super ist. Also müssen wir sicherstellen, dass keins der Viecher darin eingesperrt ist. Ich höre nicht zu. Das denke ich mir immer wieder, dass das die Techniker machen. In meiner Küche wäre das nicht passiert. Deswegen also die ganze Sache mit dem Weihrauch, was? Ah, da ist die Katze. Was haben wir hier? Erstmal noch ein paar Sachen enthüllen. Ich weiß nicht, Ihnen. Ich hoffe, meine Hochzeit wird nicht so stressig. Seine Mutter scheint eine Furie zu sein. Aber Brian ist es wert. Ja, das ist so leicht, nett zu sein. Wieso kann das nicht jeder? Ach ja. Ich glaube, ich würde die Geist die ganze Zeit rumlaufen und die wahren Intentionen von den Leuten rausfinden. Hey, Poltergeist dann. Okay. Was ist denn... Das ist da für ein Symbol. Ich muss zugeben, ich freue mich auf Enkel, Kinder. Komisch. Das hier haben wir es schon. Dann gucken wir am besten nochmal hier rein. Ist im Schrank irgendwas? Diesmal kein Geist im Schrank. Ah, aber hier ist noch was. Eine weitere Säge. Oh, und hier ist noch eine. Nur noch zwei Stück, dann haben wir sie schon alle. Oh, das ist gar keine Tür. Oder doch schon, aber keine Tür, die nach draußen geht. Dann heißt es wohl in die Katze. Benutze WASD zu rennen. Okay. Raus, Katze, raus hier. 4 Jahre Quarterback an der Salem High. Und in der Uni-Auswahl. Miau, 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 miau. Oh. Dab, 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 dab. Wir können nicht hier durch. Dann, was haben wir hier? Kann man die vielleicht als Katze benutzen? Dam, da, dam. Ach, okay. Miau, miau, miau. Und jetzt? Hüpfen. Oh. Wie kann ich nochmal springen? Muss ich dafür Anlauf nehmen? Aber... Shit, ich habe die Steuerung für die Katze nicht mehr im Kopf. Ah.
Hey. Versteck. Ach, shit. Wo ist die Katze? Okay, die Taste war schon mal nicht. Wieso kann die da nicht hüpfen? Haben wir nochmal irgendwo die Steuerung für die Katze? Ich will wissen, wie ich hüpfen kann. Das gibt's doch gar nicht. Oh. Miau, miau. Ah, wir können auf den Tisch. Einfach mit der Maustaste, okay. Warum können wir das denn nicht umschubsen? Luftballons, eine... Ah, da oben geht's lang. So. Da lang. Nö, das war falsch. Ein bisschen im Lüftungsschacht miauen. Für das Echo. Hep. Ah, jetzt sind wir auch draußen. So. Können wir hier noch irgendwo was machen? Ich glaube fast nicht. Hatten wir ihn schon in Besitz genommen? Warum sorge ich mich? Es wird nichts passieren. Ha. So, einmal da hoch. Ah, wo ist jetzt der kleine Junge hin? Kleine agile Katze. Miau. Und jetzt... Oh. Was ist dieses Symbol da drüben? Ist das so eine kleine Anhaltspunkt, wo wir hin müssen? Also wenn ihr irgendwie Ahnung habt, was diese Symbole hier bedeuten... Ah, okay. Yay, wir sind da. Hep, hep. So. Ich glaube auch, jetzt können wir aus ihr wieder rausgehen. Kaum macht die Katze Geräusche, das ist einfach zu realistisch. Da schlagen direkt meine Hunde an. Oh, yay, wir haben sie gefunden. Da ist sie endlich. Warum finde ich nie meine Schlüssel, wenn ich los muss? Wie kann ich zu ihr durchdringen? Sie müsste jetzt ein Medium sein. Da können wir vielleicht durch irgendwas zu ihr sprechen. Können wir vielleicht... Ah, cool. Eine Säge? Yay! Eine Säge müssen wir nur noch finden. Okay, da ist die Ermittlung. Vielleicht finden wir hier noch die letzte Säge. Wow, creepy.
Oh, schade. Hier ist keine. Aber dann würde ich auch sagen, mache ich hier einen kurzen Break. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann mit unserer Ermittlung hier wieder. Und schauen wir doch mal, ob wir irgendwie zu ihr durchdringen können. Bis dahin, ciao, ciao.